Hallo, liebe Schwester, ich habe ein Interview mit Norbert Mittel aufgenommen. Er macht bei Facebook Morgenandachten. Mit seiner Genehmigung darf ich es hier auf YouTube euch vorstellen. Alles Liebe euch. Morgen, Hallo. ja. Morgen, Norbert. Schön, dass du es. Ah, sehen wir uns mal live. Ja, Ja. ich habe schon viel von dir gehört und bei den Gebetstreffen, die du morgens immer machst, Ja. bin ich öfters mal dabei. Ja, habe ich schon gesehen, ja. Wie hast du Jesus erlebt oder wie bist du aufgewachsen? Hast du Jesus schon von Kindheit in dein Herz aufgenommen? Und dann kam es erst mit der Zeit. Also meine Eltern sind beide, ich war in der Kirche drin, ich bin von Haus aus evangelisch. Ja. Meine Eltern sind nur ungläubig gewesen, Okay. also nicht von neuem geboren, Ja. keine Beziehung zu Jesus. Und mit 14 habe ich einen Religionslehrer gehabt, der gläubig war, der Okay. Jesus gekannt hat. Ja. Und ja, hab dort, der hat dann irgendwas von der Lebensübergabe dann auch erzählt. Das habe ich dann getan. Also ich habe in der Klasse Jesus mein Leben gegeben. Ich weiß, es waren 30 Leute in der Klasse, zwei Stück haben es gemacht und haben Jesus wirklich geliebt. Aber es war für mich schwierig, ihm nachzufolgen. Ich bin dann hier in die Kirche gegangen und so, aber meine Eltern waren immer dagegen. Die wollten halt, dass ich mit ihnen sonntags in der Gegend rumfahre, anstatt in die Kirche zu gehen, Ja. spazieren, wandern zu gehen und so weiter. Das war sehr, sehr schwierig. Und sie haben also alles getan, dass ich nicht mehr in die Kirche gehe. Und dann eigentlich habe ich mich von Gott entfernt. Habe mich von Gott entfernt und war aber mein ganzes Leben dann, mein ganzes Leben, ich lebe ja immer noch, aber war jahrelang dann, jahrzehntelang, auf der Suche nach dem Sinn in meinem Leben. Das hat sich so geäußert. Ich habe Extremsportarten getrieben halt. Ich war Freikletterer, ich habe Windsurfer, ziemlich extrem halt alles getrieben, Kampfsport gemacht, alles so extrem und Okay. irgendwie, ich habe so Leere gespürt halt in Fülle, genau. Und echt, wenn die Leute, wenn man am Meer war, wenn keiner mehr rausgegangen ist zum Surfen, weil der Wind extrem war, dann bin ich rausgegangen. Ich habe eigentlich mein Leben immer wieder riskiert, um so einen Kick zu erleben und habe gedacht, wenn ich den Kick erlebe, dann füllt sich diese Leere. Ja. Aber es war nie der Fall. Das war immer nur ganz kurz so, Hochgefühl und dann hast du noch mehr müsse irgendwie erleben Ja. und es muss noch riskanter sein, damit du dein Leben spürst. Genau, also ja, die war nie gefüllt. Es war immer so, jetzt muss noch mehr kommen, jetzt muss noch mehr kommen. Und aber es ist nicht mehr gekommen. Und ich habe also dann schon ein krasses Leben geführt, so, also möchte ich jetzt nicht drüber reden. Alles gut, alles gut. Und mit 40 Jahren ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, mit 40 Jahren also jetzt 58, war ich im Kinderzimmer bei ihnen und habe mit ihnen Vokabeln gelernt, oder mit Ja. einem, außer einem mit ihm. Bin dann ans Regal gegangen von ihnen und da war eine Kinderbibel. Also ich muss sagen, ich war Künstler dann, ich habe eine Malschule gehabt, habe Kunst gemacht, war mein Einkommen habe ich damit verdient. Und da war eine Kinderbibel und ich wollte mal die Illustrationen in dieser Bibel haben. Ja, das ist auch schön so, ne? Genau, wollte gucken halt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was darzustellen. Mal gucken, in welchem Stil das gezeichnet ist, die Sache. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und dann hat mich irgendwas wirklich so extrem im Herz berührt. Und Preis dem Herrn. ich hab die Bibel nochmal zugeklappt und habe Angst bekommen, weil ich gedacht habe, meine Herren, was war denn das? Das glaube ich. Ja, Boah. und. Ja, und dann ging es los. Das war der Anfang. Dann bin ich mit dem Hund in den Wald spazieren gegangen, so 2, 3 Stunden später. Das Gefühl, was ich dort in dem Moment gehabt habe, hat mir Angst gemacht, das hat mich verunsichert, also wo ich die Bibel aufgeschlagen Ja. habe. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich in den Wald und dann habe ich gesagt,
Gott, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt und es besteht die Möglichkeit, dich persönlich kennenzulernen, dann ist das mein größter Wunsch. Schön. Ja, ich habe gebetet und habe es gar nicht gewusst. Habe ein Gebet ausgesprochen und habe es gar nicht gewusst. Und ich weiß, in dieser, an dem Tag war meine Frau beruflich unterwegs und meine Söhne haben gesagt, oh, schlaf doch bei uns im Zimmer. Die waren noch jünger, die waren ja, so 14, 15. Und ich habe dann auf der Bettcouch geschlafen bei denen im Zimmer. Und in dieser Nacht bin ich dreimal wach geworden. Und ich habe das Gefühl gehabt, es sitzt jemand auf meinem Bett, auf dieser Bettcouch. Ja. Ich wusste, es ist Jesus. Und ich habe so eine unfassbare Freude in mir gehabt. Amen. So, das war wirklich so krass. Und ich bin morgens wach geworden vor denen und bin aufgestanden. Und ich wusste, in dieser Nacht bin ich von neuem geboren. Also heute weiß ich das, ich wusste das nicht. In der Nacht bin ich von neuem geboren. Ich habe den Geist Gottes, ich habe die Gegenwart Gottes so stark gespürt. Ich habe gedacht, ich habe das nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich habe gedacht, jetzt bin ich völlig durchgeknallt. Ich war total auch verunsichert und habe gedacht, was passiert da nur, was passiert da nur. Bin dann aus dem Zimmer raus, ja, in die Diele, habe die Augen zugemacht, boah, es ist immer noch da. Dann ins Wohnzimmer, Augen ja zugemacht, immer noch da. Habe Angst gehabt, dass mich dieses Gefühl verlässt oder diese Präsenz von Gott einfach verlässt. Aber habe auch Angst gehabt vor diesem Gefühl. Ich habe gedacht, das stimmt doch nicht. Und ja, habe keine Ahnung gehabt, erstmal was passiert. Hast du gefragt dann, Gott, was ist das jetzt? Ja, das habe ich. Ich habe gedacht, was ich. Also wie gesagt, ich war erstmal verunsichert. Ja. Ich habe niemanden gehabt zum Fragen. Es war keiner in meinem Umfeld, den ich gekannt habe, der gläubig war. Und den ich direkt ansprechen wollte oder ansprechen konnte auch. Und ja, dann ist Folgendes passiert. Ich war 3 Tage dann ziemlich sprachlos. Das heißt, ich rede relativ viel. Hm. Ich auch. Und gern. Ja. Und ich war vorher sehr ironischer Mensch. Ich habe die Leute auf den Arm genommen, alles. Und ich habe dann fast nichts mehr geredet. Aber nicht, weil ich das so wollte. Es war einfach so. Und war danach völlig verändert. Und ich habe ja Malschule gehabt. Mhm. Ich habe viele Malschüler um mich gehabt. Meine Familie, meine Eltern, meine Kinder, alle haben gesagt, Papa, was passiert mit dir? Du bist so verändert. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Ich wusste es nicht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, es war dann sonntags, habe ich gesagt, so nach ein paar Tagen, ich muss in die Kirche gehen. Ja. Und eigentlich war sie so, also sie war von zu Hause aus sehr fleißiger Kirchgänger, keine Beziehung zu Jesus, okay, aber fleißiger Kirchgänger, das war Tradition. Ja, das kannte ich auch. Ja, ich war schuld, dass sie nicht mehr hingegangen ist. Und ich habe sie kennengelernt, da war sie relativ jung und du mit deiner blöden Kirche und so habe ich dann auch dann gesagt. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich will in die Kirche und dann hat sie gesagt, was du Kirche, ich habe aber nichts erzählt, was mir passiert ist. Ich hab das mit mir selber ausgemacht, weil ich einfach nicht wusste, was passiert. Und dann bin ich mit ihr hier in Saarbrücke in die Altstadt in die katholische Kirche. Ja. Weil mir ist gar nichts anderes eingefallen, wo ich hingehen wollte. Ich wollte nicht hier im Dorf gehen, wo mich jeder kennt, sondern ich habe gedacht, erstmal in der Stadt, da kennt mich keiner. Und ich weiß noch, die haben dann so ein Symbol für den Heiligen Geist. Da habe ich hingeguckt und habe gesagt, während dem Gottesdienst, Gott, du siehst meine Not, du weißt, dass ich glaube, ich bin völlig verrückt. Und ich brauche Beweis, dass es dich gibt. Ja. Und dann, da habe ich gesagt, ich habe auch gesagt, welcher Beweis? Ich habe gesagt, ich weiß nicht viel von dir, ich weiß, dass du gute Dinge tust. Ich wünsche mir ist nichts Besseres eingefallen, dass jemand zu mir kommt, der wirklich in Not ist, und da habe ich auch gesagt, kein Obdachloser, sondern
jemand, der in Not, aus einem anderen Grund in Not gerade ist, der jetzt heute oder morgen zu mir kommt und mich um Not, um Hilfe bittet, dann würde ich glauben, dass ich nicht verrückt bin. Dass das wirklich real ist, was hier gerade passiert. Ja, und ich habe meiner Frau das dann nach dem Gottesdienst in der Kirche noch gesagt. Habe gesagt, so und so habe ich gebetet und sie direkt, boah, so bittet mal Gott nicht. Auf jeden Fall hat sie mich fertig gemacht. Und ja, und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, wenn Gott wirklich lebt und wenn er wirklich mich liebt und mit mir Gemeinschaft haben will, dann kennt er mein Herz und er weiß, in welcher Not ich bin. Genau. Ja, und dann sind wir dort raus und vor der Kirche, was steht da? Obdachlose, die gebettelt haben. Und dann habe ich gedacht, nee, ich habe extra gesagt, keine Obdachlose, sondern Leute, irgendjemand, der in ganz großer Not ist. Und genau, und dann sind wir weiter durch die Altstadt und da ist eine Galerie, der ich auch Bilder ausgestellt habe. Ich wollte einfach gucken, was die so im Fenster haben. Und wir stehen dort vor dieser Galerie und auf einmal kommt ein Mann zu uns, der steht dann neben mir plötzlich und hält mir eine Flasche Wein hin. Und ich sage, ja bitte. Und er sagt, er wollte mir den Wein verkaufen. Und er hat ein bisschen französischer Akzent gehabt. Wir wohnen hier an der Grenze nach Frankreich, also scheinbar Franzos. Und dann ist er, ich brauche keinen Wein und so. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, der Wein, das ist das Einzige, was ich noch habe. Ich habe hier ein Auto unten gehabt, das Auto ist total kaputt. Ich habe kein Geld und ich habe so Hunger und wenn sie mir den Wein abkaufen, kann ich mal dafür was zu essen kaufen. Okay. Und ich habe meine Frau groß angeguckt, weil ich natürlich haben wir dann an das Gebet gedacht. Ja. Und dann habe ich in die Tasche gegriffen, ich habe keinen Geldbeutel reingesteckt gehabt, aber da war eine ganze Menge Kleingeld drin. Ich weiß nicht, vielleicht wollte ich das ins Opfer werfen oder irgendwas, keine Ahnung. Eine ganze Menge Kleingeld drin und ich habe ihm das Geld in die Hand gelegt und er macht die Hand zu und zählt nicht und will mir den Wein geben. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, nein, behaltest du den Wein, das Geld, das kommt von Gott. Und dieser Mann, der hat vor mir gestanden und hat geheult wie ein kleines Kind. Das war Preis so dem Herrn, krass. Das war so krass. Und mir haben meine Frau und ich, wir haben es angeguckt, wir waren fassungslos. Und das, was dann passiert ist, das war absolut krass, das verstehen wir heute noch nicht. Das ist eine relativ breite Straße dort, ein breites Trottoir als Bürgersteig. Und ja, und der Mann war plötzlich verschwunden. Und das fand ich mir noch krasser. Und dann habe ich halt gewusst, aber ich habe gewusst, ich bin nicht verrückt. Dann habe ich angefangen zu beten. Dann hat Gott mir in der Malschule, hat er meine Frau gezeigt, die ist dann auf mich zukommen, hat gesagt, du, ich bin gläubig, hat mir dann angefangen von Jesus zu erzählen, hat mir dann die erste Bibel geschenkt, hat dann sich zur Verfügung gestellt, dass wenn ich Frage habe, dass ich sie fragen kann. Und die Frau hat mich dann mitgenommen in eine Gemeinde und dann plötzlich habe ich andere Leute kennengelernt, die mich verstanden haben. Und es war so krass und Gott hat mich dann halt so geführt. Und weißt du, seitdem, das ist jetzt 18 Jahre her, so viele persönliche Erfahrungen mit Gott gemacht, Gebetserhörungen erlebt, Heilungen erlebt, Befreiungen erlebt, all die Dinge. Also ich weiß nicht, ob das Glaube ist bei mir noch oder Gott ist real. Er ist einfach auf real. Jeden Fall. Ja. Und es ist mehr wie Glaube, es ist Gewissheit, Gott existiert und er ist bei mir und es ist bei den Menschen, die glauben, das weiß ich nicht. Also du kannst empfinden, was ich empfinde und ich kann empfinden, was du empfindest, weil wir einen Geist haben. Genau. Der Schöpfer ist unser Vater. Ja. Wie krass ist das, ne? Ja. Da kann man nur staunen. Ja, das finde ich auch. Weißt du, dass der alles geschaffen hat, Anfang war Himmel und Erde, der schuf Anfang, er schuf Himmel, er schuf Raum, er schuf Materie, der alles geschaffen hat, der will mit uns Beziehung haben. Das ist unfassbar. Ja. Das ist schon krass. Ja. So. Wir machen ja auch immer wieder Erfahrungen, wenn wir Gott gehorchen und dann erleben wir die tollste Sache. Ja. Ich erlebe, dass wir Gottes in der Hand genommen haben. Wir kommen nicht rein jetzt. Sein Willen. Das ist so schön. Ja, ja. Ja, und da wollen wir ja auch dran wachsen. Ja. Dass man in diesem Verständnis, dass sein Wille geschehen soll in seinem Leben. Und dass
sein Denke höher ist und seine Wege höher und mit Sicherheit die besten Wege, die es gibt. Genau. Und jetzt habe ich das auch verstanden. Die Gebote halten, ne? Es ist gar nicht schwer. Jetzt habe ich das verstanden. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn du jemanden lieb hast, dann wirst du ihn ja nicht bestehlen oder was Böses wollen oder keine Ahnung, oder ihn beklauen oder ihn neidisch sein, weil du ihn liebst. Und die 10 Gebote ist alles in der Liebe verpackt. Man muss einfach nur lieben. Mit Jesus, dann ist es. Das ist auch so, glaube ich, der Unterschied zwischen religiösem Leben, die Ja. denke, mir müsse die Gebote halten, Ja. und ein Kind Gottes zu sein, das als Kind und Miterbe mit Jesu Christi dieses himmlischen Reiches und so weiter eine ganz andere Sicht hat auf die Gebote. Die Gebote sind dort kein Verbote, sondern wir verstehen, warum die gegeben sind, wie du gesagt hast. Wenn wir verstehen, warum sie gegeben sind, wir verstehen, wenn wir so handeln, was das bewirkt. Wir sind kein Sklaven mehr Nein. und Gefangene, sondern wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Ja, da fällt mir ein, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ihr seid meine Freunde zu den Jüngern, ne? Genau. Und ich habe euch alles erzählt. Ich habe euch nichts irgendwie fernbehalten, dass ihr oder verschwiegen. Ihr habt recht, ich bin euer Herr, aber ich bin auch euer Freund und euer Bruder. Und das kann ich so ergreifen, ne? Dass Ja. wir das jetzt sein können und dass Gott uns adoptiert hat. Ja. Ich habe schon mal darüber geredet und vielleicht, ich glaube, dass der Unterschied ist, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir das verstehen. Das ist so, wie wenn man Samen, wenn man Beutel mit Samen bekommt, mit Bohnen. Ja. Und wir bekommen gesagt, also wir können 50% von den Bohnen essen und 50% von den Bohnen in die Boote drücken und anpflanzen. Und wenn ich ein Sklave bin, dann esse ich die beste Bohne und die schlechteste drücke ich in die Boote. Ah, das Aber habe ich wenn, gehört. genau, Ja, ich. wenn ich Sohn bin, dann esse ich die schlechteste und drücke die dickste Bohne in die Boote, weil ich ja in meins investiere. Weißt du, das ist ein ganz anderes Denken, ganz anderes Verständnis, auch der Gebote dann. Ja. Weil es ist ja meins, das ist, ich investiere ja in mein Reich. Diese Liebe, die ich weitergebe, diese Liebe, die mir geschenkt worden ist, die gehört mir. Ich kann verschwenderisch mit umgehen, wenn ich das will. Ja. Das ist ganz toll. Und es ist ja nicht nur über den, also es ist ja nicht nur diese Hoffnung auf ewiges Leben Nein. bei Gott. Und dann, wenn man jetzt uns zwei gehört hat, Nein. dann ist es dann noch viel mehr. Das fängt ja jetzt an, in diesem Moment, diese Hoffnung auf Leben, diese Hoffnung, die wir alle Zeit im Herz haben, auch wenn die Umstände jetzt so sind, wie sie gerade Genau. sind, wegen Corona, aber unser Gott ist größer wie diese Umstände. Ja. Wollen wir noch zusammen beten? Ja, gern. Okay. Fängst du an? Ja, ich fange an. Ich danke dir, lieber Vater, dass das Gespräch mit Norbert jetzt so zu Herzen gegangen ist. Und ich danke dir, dass es viele Menschen erreichen wird. Und du kennst die Herzen der Menschen. Und ich danke dir einfach, dass das Reich Gottes, dein Reich, aufgebaut wird. Und dass viele jetzt auch fragen nach dir. Und ich danke dir für den Segen jetzt, den wir haben und den ganzen Tag. Amen. Und ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, bevor wir dich überhaupt kennengelernt haben. Und dass du die Menschen da draußen zuerst geliebt hast, auch wenn sie dich noch nicht kennen. Und ich weiß, Vater, dass du sie an dein Herz ziehst, dass du sie zu Jesus ziehst. Und ich bitte dich, dass viele Menschen imstande sind, darauf zu reagieren. Und dass sie Hoffnung im Herz bekommen, Herr. Dass sie diesen wunderbaren Gott kennenlernen können, dich kennenlernen können. Und mit dir Beziehungen leben können. Das ist so viel mehr möglich, Herr, wie wir uns das oft vorstellen, Herr. Ja, in deinem Wort steht, wer sich Gott naht, dem naht sich Gott. Wer anklopft, dem wird geöffnet.
öffnet, er bietet dem Gegeben, der Sucher befindet. Ich bitte dich, dass du den Menschen hilfst, dass sie sich aufmachen können, dass sie weiche Herzen haben in dem Moment, wo du sie ansprichst, dass sie sich aufmachen können, um dich zu suchen und um dich kennenzulernen. Das ist das Größte, was einem im Leben passieren kann. Herr, segne meinen Bruder Julian, Herr. Herr, und segne alle unsere Geschwister. Amen. Amen. Das war eine tolle Gemeinde. Also eine gemeinsame Zeit mit dir, Bruder. Ja, fand ich auch. Ja, ich danke dir. Ich dir auch. Jetzt wollte ich dich noch fragen, darf ich das, was wir jetzt besprochen haben, so auf YouTube stellen? Ja. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Ich freue mich, das ist gut so. Ja. Ja, das ist, Gott verändert unser Herz. Und, ja. Und ich glaube, das ist das, was in der jetzigen Zeit passiert. Er verändert bei vielen Menschen, das Herz wird bei vielen Menschen verändert durch die Angst und alles. Und es wird die Aggression hinzu und so weiter. Und genau im Umkehrschluss will er unser Herz verändern, dass wir noch mehr Liebe für diese Menschen haben. Genau. Und das müssen wir ja auch, weil wir immer wieder angegriffen und angeklagt werden. Sonst können wir keine Gemeinschaft mit denen haben. Ja. Ich danke dir, Norbert. Ja, sehr, sehr gerne. Für das tolle Gespräch. Und wünsche dir und deine Frau und deine Familie und deiner Gemeinde und allen Geschwistern alles Liebe und das Beste. Und ihr seid gesegnet. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke. Und auch liebe Grüße an deine Frau. Sag ich. Gottes Segen. Tschüss, Norbert. Ciao. Tschüss. Tschüss.